Der eine ist die Ikone der deutschen Politik, Helmut Schmidt. Der andere wollte als deutscher Finanzminister die Kavallerie gegen die Schweiz ausreiten lassen, Peer Steinbrück. Zusammen haben die beiden jetzt ein Buch geschrieben. Es heißt Zug um Zug. Es geht aber nicht nur um Schach, sondern vor allem um Steinbrücks Traum, Kanzler zu werden. Aus Berlin, Stefan Reinhardt. Schmidt und Steinbrück treten in Talkshows auf und Peer Steinbrück genießt den Applaus des Altkanzlers. Können Sie, Herr Schmidt, uns erklären, warum wir hier den geeigneten Mann da sitzen haben? Weil wir im Augenblick politische Führer brauchen, die, wenn sie zum Beispiel über Bankenkrise oder Verschuldungskrise reden, die wissen, worüber sie sprechen. Und er ist einer von denen, die wirklich wissen, worüber sie reden. Selber sagt Steinbrück nicht offen Ja zu seiner Kanzlerkandidatur. Die Ambitionen aber sind klar und gefährlich, sagen Experten. Er rennt sich jetzt warm, er rennt sich jetzt heiß, er macht und tut und verbraucht sich ein Stück weit dabei auch. Gleichzeitig können die Gegner sich auf ihn einstellen und einschießen, so er dann erfolgreich sein sollte. Die großen Pläne des Bundestagsabgeordneten Peer Steinbrück, die politischen Gegner, überschütten die SPD mit Hohn und Spott. Nachdem Helmut Schmidt ihren Kollegen Steinbrück gesalbt hat, sollen Sie ruhig entspannt die Debatte führen. Sie haben wahrlich keinen Anlass, so kraftvoll rumzuschimpfen. Auch SPD-intern ist Steinbrück umstritten. Seine Genossen nennt er schon mal Heulsusen. Will Steinbrück nun Kanzler werden oder will er einfach nur Bücher verkaufen? Gerne hätten wir diese Frage mit Peer Steinbrück persönlich geklärt. Doch dieser gibt derzeit keine Interviews mehr.